Guten Tag, meine lieben Leute, willkommen zurück zu SpongeBob Schwabkopf Schlacht um Bikini Bottom. Im letzten Part haben wir Robo Sandy besiegt und können weiter durch Bikini Bottom gehen. Yeah. Und wir haben auch eine neue Fähigkeit bekommen, die Bowlingkugel oder Seifenblasenkugel. Whatever. Okay, jetzt erkunden wir einfach mal diesen neuen Ort von Bikini Bottom. Mal schauen. Können wir Boom machen? Na los! Yeah! Was haben wir hier? Sandberg. Ha, Sandberg. I. Na gut. Hey, Mr. Krabs. Du hast nicht genug glänzende Objekte mit. 4000, Alter. Übertreib halt, Mr. Mr. K. Wie habe ich das gerade geschafft? Game Break. Ha. Huh. Was haben wir denn da? Looks spooky. Polizeistation. Okay. Das ist ein neues Gebiet, was wir noch nicht machen können, aber da ist der Abfalleimer. Also haben wir schon mal das Ziel vor Augen. Und die Polizeistation, kann ich da rein? Da kann ich rein sogar. Was ist das? Ah. Okay. Da ist ein goldener Pfannenwender. Give me. Warte, ich hole mir erst die Unterhose schnell. Ich kann nun 5 Unterhosen tragen. Ja. Ich bin der Beste. Oh yeah. Okay, jetzt, Platforming. Wunderbar. Ich glaube, das sollte sich ausgehen. Oh boy. So. Ja, locker. Locker Flocke geht sich da raus. Yeah. Woohoo. 30. Nice. Das heißt, theoretisch können wir schon auf den Sandberg, aber nee. Auf dem Altersheim haben wir jetzt abgeschlossen. Okay. Schaut gut aus. Hey, Blasenkumpel. Ich zeige dir nun, wie man eine Seifenblase macht. Drücke, während du läufst, diese Taste, um eine Seifenblase zu erzeugen, mit der du Roboter aus sicherer Entfernung angreifen kannst. Wow! Vergiss nicht, dass der Seifenblasenangriff nur bei Sachen funktioniert, die sich in der Nähe des Bodens befinden. Verstanden. Das hätte ich auch erklären können, aber danke, Kumpelblase. Sandys Luftkuppel, gehen wir kurz mal rein, mal schauen, was wir da so finden. Sandy, deine Luftkuppel hat ein Loch. Diese blöden Roboter haben das Glas beschädigt, SpongeBob. Ich habe nun eine Luftkuppel voller Roboter und es ist deine Schuld. Also geh rein und bereinige das. Muss ich jetzt alle Roboter besiegen, oder was? Im getrockneten Zustand. Geil. 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 Oh, geil. Uh-oh. That is not good. Wow. Boom. Go. Boom. Du lebst noch. Okay, da ist noch einer. Du da. Komm her. Du, da ist noch einer. Okay. Ja. Yeah. Und jetzt. Ich brauche Luft. Wasser. Ups. Warte, kann ich jetzt ewig hier bleiben? Das ist toll. Oh Mann, das ist grandios. Warte, ist da. Da ist nicht mal Wasser drin, ey. Verarschen. Warte mal, kann ich. Bringt leider nichts, schätze ich. Da kann ich nicht rein. Wie er sich herzieht, ist geil. Okay, da
Das ist viel besser. Ich denke, du wirst das hier eher brauchen als ich. Das schaut so falsch aus. Das ist ekelhaft. Okay, da hast du dein Wasser wieder. Kleiner Schwamm. Da können wir auch rein, okay. Wow, Meerjungfraumann und Blaubarschbube, meine Helden! Schlag mich mit einem Seeigel! Schlag mich, schlag mich, schlag mich! So etwas tun wir nicht mehr, Junge. Wir sind im Ruhestand. Ist es der Fernsehreparateur? Nein, es ist wieder dieser Schwammjunge. Oh, bist du sicher, dass er den Fernseher nicht reparieren kann? Meerjungfraumann, es wäre mir eine Ehre, deinen Fernseher zu reparieren. Toll! Hey, Schwammjunge, du willst uns wirklich helfen? Oh Mann, natürlich will ich! Okay, aber halte deine Begeisterung in Grenzen. Dein Enthusiasmus macht mich ja ganz nervös. Wir haben ein kleines Roboterproblem unten in der Heldenhöhle. Bist du sicher, dass du dieser Aufgabe gewachsen bist? Absolut, Blaubarschbube! Dann geh zur Couch, um zur Heldenhöhle zu gelangen. Wir treffen uns dann da unten. Ist heute schon Puddingnacht? Puddingnacht? Weiß nicht. Ah, Dame, das Spiel der Nichtkönige. Okay. Dame, das Spiel der Nichtkönige. Warum macht das Sinn? Alter. What the fuck? Okay, ich zerstöre noch schnell ein paar Sachen hier. Für die neuesten Meldungen aus Bikini Bottom. Wir erhielten unbestätigte Informationen, dass dieses Roboterproblem seinen Ursprung im Abfalleimer hat. Der Eigentümer Plankton hat Folgendes dazu zu sagen. Hört mich an! Ich werde euch vernichten und... Und nun zurück zu unserem Spielfilm. Wilde Rentnerinnen beim Häkeln. Wow, that Spielfilm. Nice. Nice. Okay, Heldenhöhle. Okay, da komme ich noch zurück. Gut. Wow. Das ist eine richtige Stage hier. Gefällt mir. So, holen wir so ein paar Glänzdinger. Bumm. Yeah. Meerjungfraumann und Blaubarschbube. Ah! Du solltest dich nicht so an Meerjungfraumann heranschleichen. Sein Herz ist sehr schwach. Eigentlich ist alles an ihm sehr schwach. Entschuldige, Meerjungfraumann. Ich bin nur immer so aufgeregt, euch beide zu sehen. Wenn ich in eurer Nähe bin, erfasst mich der Schauder der Gerechtigkeit. Seht ihr? Ich habe eine Gänsehaut auf meiner Gänsehaut, auf meiner Gänsehaut, auf meiner Gänsehaut. Okay, Junge. Sag uns, was du von uns möchtest. Nun, ich möchte eigentlich nur eine neue Sonnenbrille. Patrick hat sich auf meine alte gesetzt. Das meinte ich nicht. Eigentlich ist es ganz gut, dass du da bist, mein junger Schwamm. Wirklich? Wirklich? Ja, denn Roboter haben das Sicherheitssystem der Heldenhöhle unter ihre Kontrolle gebracht. Es liegt nun an dir, es auszuschalten und sie aufzuhalten. Wieso er? Wir sind doch zwei Superhelden im besten Alter. Weil es Donnerstag ist und wir Termine beim Arzt haben. Ah, Rhabarber. Ich hätte es beinahe vergessen. Geh zum Computer der Heldenhöhle im nächsten Raum. Er wird dir sagen, was zu tun ist. Ich akzeptiere diese wichtige Aufgabe, Meerjungfraumann. Du wirst nicht enttäuscht sein. Vielleicht beschämt, aber nicht enttäuscht. Auf zum Proktologen. Los! Okay. So, mal schauen. Was müssen wir hier so tun? Stellen hier auf die roten Quadrate auf der Disco-Tanzfläche. Disco! Ja, Mann! Disco! Okay. Ey, geh weg. Ne. Muss ich schon runter. Und... Volltreffer. Und jetzt... Okay, da komme ich hoch. Gut. Yeah! Na! Boah.
Was ist da? Da ist nichts, okay. Was sagst du? Stangen sind in Energiegeneratoren. Komme ihnen nicht zu. Oh, der Hopper. Boom! Warum ist auf einmal. Ey, ist doch verarscht, als wollte ich weitermachen und dann ist. Da muss ich aufsammeln einfach. Aber jetzt. So. Dieser Roboter heißt Wuff. Benutze die Seifenblasenkugel, um ihn zu besiegen. Does not look good. Ey, wo geht der jetzt hin? Verarschen? Verarschen kann ich mich alleine, mein Freund. Just saying. Aber gut. Alter. Was ist dein Problem, ey? Was ist dein Problem, Digga? Was ist mit dir los? Jetzt wirklich, was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Ey, Digga. Yeah! Wow, gibt er viel. Okay. Dumm. Ups. Oder war das gewollt? Egal. Benutze die Seifen, um Schaufelräder zu drehen. Triff eine Schaufel, um es zu drehen. Ah. Nice. Lauter ist auf der anderen Seite. Da ist eine Haken-Challenge. Kann ich noch weiter drehen? Falsche Richtung, aber gut. Ey. So. Jetzt nochmal in die Richtung. Hey, das ist eine Unterhose, kann ich mir schnell gönnen. Und dann machen wir die Haken-Challenge, weil. Warum nicht? So. Und nochmal. Yeah. Und zip. What? Woo! Oh, das war sehr cool. So, jetzt zurück. Und zurück. Und zurück. Ey. So. Jetzt auf zu dem Checkpoint. Da ist ein Knopf. Warte. Bam. Oh! Nice. Warte, gibt's auch unsichtbare Schalter? Ne? Okay. Lame. Ja, das hätte ich mir gerade denken können. Okay. 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 So, ein paar Hämmer. Tot. Goldener Pfannenwender! Wuhu! Fortschritt, 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 Fortschritt! Gefällt mir, warte kurz. Ich weiß nicht, ob ich das machen muss, aber. Ich mach's einfach. Warum? Weil ich's kann. So. Was ist da? Hauptkammer der Heldenhöhle. Die Heldenhöhle, geheime Festung der runzligen Superhelden Meerjungfraumann und Blaubarschbube. Da
Thaddäus, ich bin froh, dich zu sehen. Und es ist nicht die Art von Freude, die man vorn an den Knien spürt, sondern die Art von Freude, die man hinten an den Ellbogen empfindet. Ach, du wirst mir nicht glauben, was passiert ist. Ja, ja. Ich wurde schon von diesem undynamischen Duo eingeweiht. Diese zwei Tattergreise haben mich hierher geschickt, damit ich mich um den Computer kümmere. Aber da du nun hier bist, kannst du es ja tun. Er steht gleich da drüben. Sieh dir das an. Also wirklich. Würde es sie umbringen, wenn sie hier mal Teppiche auslegen würden? Und all dieser verschwendete Platz? Wie haben diese beiden alten Kauze das nur so hingekriegt? Ganz einfach. In Folge 27 wurde die Heldenhöhle von den Grabmonstern aus dem Bermuda-Dreieck angegriffen und sie... Schon gut. Okay. Das Teleportationskarton. Was ist da oben? Nur zurückgehen? Okay. Das ist für Patrick, okay. Vielleicht müssen wir später noch was mit Patrick machen. Mal schauen. Na gut, dann gehen wir einfach mal dorthin und oh Mann. Das schaut sehr lustig aus. Okay, die Frage ist jetzt, wo will ich als erstes hin? Oder wechsle ich schnell zu Patrick? Und geht schnell zurück. Obwohl, kann ich nicht. Warte mal. Ich habe einen Job für jemanden, der Sachen werfen kann. Überlass es mir. Ich bin gut im Dinge werfen. Du musst nur eine Wurffrucht aufheben und sie gegen jeden Schalter werfen. Die Wurffrucht wöpfen? Nein, die Wurffrucht werfen. Die Wurffrucht wilfern? Du solltest dich beeilen, denn ich explodiere leicht. Ich meine, sie neigen zum Explodieren. Okay. Warte mal, muss ich da um eine Wippe? Ja, bitte. Yeah. Okay, wo ist jetzt eine Wurf? Da ist eine. So, dann wippen wir uns mal hoch. Oder wo auch immer hin. Hey, ich kenne dich. Du bist dieser Bube. Wir benötigen mehr Strom, um den Hydroakustik-Doppler-Modulator zu aktivieren. Glaubst du, dass du es schaffen kannst? Ich kann Thaddäus Haus von hier aus sehen. Und er trägt keine Unterhose. Moment. Er trägt ja nie eine. Hör mir zu, dort drüben sind 8 Generatoren. Wenn du etwas gegen die Generatoren wirfst, drehen sie sich auf ihre richtige Seite. Drehe alle 8 Generatoren auf ihre richtige Seite und du erhältst eine Belohnung von mir. Entschuldige, was war das? Ich habe gerade Thaddäus beobachtet. Dreh einfach diese Generatoren. Okay. What does this say? Du musst ich einfach nur... Schalter drücken. Oh. Schalter drücken. So eine Art von Puzzle ist das also. Shit. Verdammt, warum... Für sowas bin ich zu dumm. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bewege mich gerade ein bisschen im Kreis. Aber... Dann war ja nicht das jetzt. Kann ich den hier? Auf nach oben. Und den hinten. Und jetzt den. Und jetzt sind alle. Ne, der. Shit. Das kann jetzt dauern. Just saying. Gut gemacht. Nun haben wir genug Strom. Wozu brauchst du denn den ganzen Strom? Für mein Fußbad natürlich. Hier, nimm einen goldenen Pfannenwender. Oje, oje, oje. Das hat scheiß lang gedauert.
viel zu fucking lang. Meine Güte. Okay, ich würde sagen, im nächsten Part machen wir weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen.